Привет, meine друзья, und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Metro 2033 Redux. Wir haben es geschafft, Freunde. Wir sind aus der Bibliothek entkommen. Wir haben eine Akte über D6 gefunden. Jetzt müssen wir mit Miller sprechen. Wer ist das denn? Khan! Hallo, Artyom. Das gibt's ja gar nicht. Ich sagte doch, wir sehen uns wieder. Ja. Eine hübsche Basis, die Ranger sich geschaffen haben. Ich habe gehört, dass die Polis dir nicht geholfen hat. Und jetzt? Bleibst du still, wirst du zu einem Ranger. Schau dir deinen Weg genau an, Artyom. Und denke daran, wie er enden könnte. Du erntest, was du säst, Artyom. Gewalt führt zu Gewalt, Krieg zu Krieg. Und Tod bringt nur Tod. Um diesen Teufelskreis zu durchbrechen, bedarf es mehr als gedankenloses Handeln. Nun, Artyom, ich habe hier schon zu lange geplaudert. Zeit zu gehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, mein Freund. Ein neuer Eintrag. Khan, ich schulde ihm alles. Wenn er nicht gewesen wäre, würde ich jetzt in diesem Tunnel mit den Anomalien verrotten. Ohne ihn hätte ich die Bibliothek niemals erreicht. Wenn er nicht gewesen wäre, würde Miller mir niemals Beachtung schenken. Ich weiß wirklich nicht, welche Sorte Mann er ist. Ich weiß nicht einmal, ob er überhaupt ein Mensch ist. Ja, Hunter hat mich auf diesen Weg geschickt, aber Khan ist derjenige, der ihn mit mir geht. Es ist seltsam, aber selbst Millers Untergebene, die keine andere Autorität als die ihres Obersts anerkennen, achten diesen wandernden Philosophen und glauben an ihn. Er besitzt eine geheimnisvolle Macht über andere Menschenseelen. Ich wünschte, ich könnte ihn noch einmal treffen. Ich habe zu viele Fragen, die mir sonst niemand beantworten kann. So, Miller. Hier ist nicht viel Nützliches drin. Hauptsächlich Andeutungen. Immerhin der Weg zu D6. Dann ist das also unser Ziel. Bereit? Wie sieht es aus? Ullmann, ist alles bereit? Das Brennholz ist fertig. Wladimir? Die Ausrüstung ist bereit. Und ihr Leute? Bereit. Dann steigt auf. Na gut. Ist hier noch irgendwas? Nee, guck mich nicht an. Also dann. Gut, so, gut, 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 gut. Ich kann hier kein Licht machen. Na gut. Es ist das Verlies der alten Kirche. Dunkler Tunnel, klappernde Räder und der Geruch des Todes. So begann unsere Reise zu D6. Aber unser Ziel schien jetzt näher. Also dann. Der Karte nach führen mehrere Wege zu D6. Der nächste davon führt durch die Gebäude bei der Kiewskaja. Das versuchen wir. Kiewskaja. Über diese Station habe ich seltsame Dinge gehört. Es gab eine Explosion im Tunnel und viele Leute wurden lebendig begraben. Angeblich haben sie überlebt, sind aber keine Menschen mehr. Es soll auch etwas Seltsames in diesem Tunnel gesichtet worden sein. Eine Art
Natürlich. Wer würde das auch schon glauben? Wladimir hat seine Familie in den Tunnels verloren und er kann sich nicht erinnern, was passiert ist. Артём! 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 Ich will ins Licht! Nein! Wach auf! Warum habt ihr mich zurückgeholt? Gut, er kommt zu sich. Nein! Nimm das Licht weg, du blendest ihn. Artём, bist du okay? Kannst du auch? Da. Artём, was war das? Das Paradies. Also ich bin die ganze Zeit nicht vorwärts gegangen und dann erst zum Schluss und da ging es dann nicht mehr. Aber ich glaube. Boris, schau mal nach dem Tor. Aber was hat es damit auf sich, dass ich immer diese. Also im Buch wurde das am Anfang ein bisschen erklärt. Vlad, wir müssen diese Tür öffnen. Artyom, du bleibst hier und gibst Rückendeckung. Wir brauchen keine Überraschung. Scheiße, ich wusste doch, dass alles so glatt läuft. Flammenwerfer. Oh, das sieht voll geil aus, das Feuer. Okay. Nicht überhitzen, nicht überhitzen. Such das erste Diagramm. Ulmer, schauen Sie her. Pumpe deine Luftdruckwaffen auf, indem du R gedrückt hältst und zusätzlich die Maustaste drückst. Da draußen ist was. Lass mich nochmal kurz hier aufpumpen. So. Ignorieren. Lass sie noch ein Stück rankommen, noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück. Und Feuer. Brenne ich jetzt selber? Shit. Jungs, ganz kurz. Nein, ich kann doch nicht meinen Wagen anzünden. Oh Gott. Wie weit er geht. Töten Sie 200 Mutanten. Neues Achievement. Ich muss gleich wieder aufpumpen. Los, Jungs! Beeilung, sonst sind wir tot! Endlich! Das Tor ist auf! Los! Okay. Scheiße, spring nicht an! Alter! Oh Gott. Mach mal los, bitte! Ja. Also, da möchte ich jetzt nicht mehr sein. Junge, der Höllenhauch. Okay. Naja, warte mal. Guck mal, was hier noch liegt. Dunkler Stern. Meine seltsamen Träume gehen weiter. Ich bin mir nicht mehr sicher, dass es nur Träume sind. Und das ist mir noch nie passiert. Die Träume scheinen eher Visionen zu sein. Und sie werden immer lebhafter, herrschen sogar noch über mein Bewusstsein, nachdem ich aufgewacht bin. Obwohl ich ihre Bedeutung nicht verstehe. Und von Zeit zu Zeit wache ich immer mit demselben heftigen Gefühl auf. Auf, nicht aus. Der Vorahnung einer Katastrophe.
Eine, die von meinem eigenen Tun ausgelöst wird. Also, ich meine, im Buch, ich weiß gar nicht, ob man das, ich glaube, im Spiel hat man das gar nicht so mitbekommen. Artyom hat wohl mit seinen Freunden ganz am Anfang irgendeine Luke offen gelassen, wodurch Mutanten eindringen konnten. Ich weiß gar nicht, das hatte man, glaube ich, im Spiel gar nicht. Das Chaos des Tunnels war hinter der Luftschleuse eingeschlossen. Sie schienen unverwundbar zu sein. Und meine Kameraden ebenfalls. Okay, wir sind durch. Machen wir das hier schnell. Ullmann, Sie übernehmen das Sturmteam. Boris und Stepan, ihr deckt den Komiker. Artyom und Wladimir, ihr bleibt nah bei mir. Okay, legen wir los. Warum so eilig, Oberst? Wie wäre es mit einer Raucherpause? Wir sind so furchtbar nervös. Die Bösen machen auch keine Pause, wie Sie wissen. Vorwärts, meine Soldaten! Große Taten warten auf uns! Große Taten? Irgendwie bin ich nicht so wild darauf, mich in den Geschichtsbüchern zu verewigen. Ich bin ja schon beruhigt, dass ich nicht alleine bin, Freunde. Das ist schon mal sehr viel wert. Schaut euch das an. Hier hat jemand ein Skelett zurückgelassen. Wie wäre es, wenn wir es als Andenken mitnehmen? Ullmann, genug Scherze. Wenn wir zurück sind, werden Sie die Tunnels mit einer Zahnbürste putzen. Ja, mein Vetter. Wie Sie sagen, mein General. Hier kommt die erste Herausforderung. Artyom, lege die Schalter hier um. Mach ich gleich. Ich guck mir hier noch kurz um. Guck mal, nämlich hier. Das sieht aber lustig voll aus. Schade, dass es kaputt ist. Ist voll. Nee, sonst hier wird hier nichts. Okay. Klack! Passiert nichts. Artyom! Bist du okay? Ja. Upsi. Warte mal. Ja, passiert doch nichts. Leute. Da ist kein Strom drauf. Wo führt denn der hin? Geht das? Hä? Wo ist hier irgendwo? Ach, hier. Klack, klack, klack. So, nochmal da drehen und dort drehen. Ich kenne mich da natürlich auch aus. So, jetzt können wir nämlich hier. Jetzt läuft das Ganze auch. Gut gemacht, Artyom. Ja. Du hast dir einen Orden verdient. Ullmann, überprüfen Sie den Teich. Ich gehe nicht. Es ist zu dunkel und unheimlich. Ah, komm, ich mach das, du Pussy. Scheiße! Pass auf, was du sagst, Soldat. Hat damit nichts zu tun. Ich bin reingedreht. In echte Scheiße. Das ist ein großes Zeichen. Das ist kein Zeichen, sondern ein Omen. Wenn hier Scheiße liegt, muss es auch etwas geben, das sie hinterlassen hat. Ja. Und los geht's. Ist schon lange tot, das Ding. Au. Zack. Alles frei. Angriff ist die beste Verteidigung. Wladimir, du bleibst bei Artyom und ihr beide bleibt hinten. Okay, los geht's. Okay, let's go. Oberst, ich kann in einer solchen Umgebung nicht kämpfen. Es stinkt so sehr, dass ich meinen Geruchssinn. Ein Eintrag. Alles scheint gut zu laufen. Ullmann macht weiter seine Scherze. Miller droht ihm weiterhin mit zusätzlicher Dienstzeit. Das Ziel ist nahe und nichts kann uns jetzt noch aufhalten. Wir gewinnen jede Begegnung.
Hunter hatte recht, als er sagte, dass es niemals ein schrecklicheres Raubtier als den Menschen auf der Erde gab und geben wird. Wir haben hier noch zwei Einträge, die wir finden können. Oh, hier habe ich echt zu viel übersehen, verdammt. Ullmann, ich wünschte, Sie würden diese albernen Witze sein lassen. Junge! Aua! Lassen wir das krachen! Ja, Wollinger, das läuft! Das läuft! Ach so! Mütterchen Russland! Halt die Klappe! Wir werden es schaffen! Achtung! Komm, Junge! Komm, Junge! Ey! Oh! Leute! 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 Alter, Alter! Jetzt geht's ja richtig zur Sache. Alles gut? Oh. Anscheinend sind wir durch. Schaut mal, was hinter dieser Tür ist. Okay, hier muss ich wieder irgendwas regeln oder was? Leck. Gib ihm! Komm, schieß, schieß, schieß! Atom! Zieh die Waffe! Stepan, gehen wir. Diese Bastarde. Boris, ich schwöre dir, dass sie keine Ruhe finden werden, solange ich lebe. Diese gottverdammten Bestien. Okay, vor uns liegen eine Pumpstation und ein Abwasserteich. Wir müssen die Tür öffnen. Gebt mir ein paar... Noch ein Eintrag. Ich habe ihren Tod nicht wirklich verursacht und fühle mich trotzdem schuldig. Ich war zu begierig, die gute Zeit zu feiern, die wir im letzten Abschnitt unserer Reise miteinander hatten. Und das hat uns Ärger eingebracht. Ich konnte nicht zur rechten Zeit am rechten Ort sein, konnte meinem Kameraden nicht rechtzeitig helfen, ihn nicht vom Rande des Todes zurückholen. Ich hab doch gesagt, zieh die Waffe! Ich habe diese tapferen Seelen in dieses Abenteuer geführt, das zu ihrem letzten geworden ist. Unser Team, so klein es auch war, ist noch kleiner geworden. Wenn ich im tanzenden Licht eines Lagerfeuers auf meine Handflächen sehe, dann scheint es, dass sie mit Blut beschmiert sind. Okay, los! Ich brauche noch den Flammenwerfer und damit muss ich echt vorsichtig machen. Okay, na dann macht mal, Leute. Offen! Gasmasken auf. Mhm.
Können wir mal ein bisschen die Nachtsicht benutzen hier. Ullmann, überprüfen Sie den Teich. Ich bekomme immer die interessantesten Aufträge, was? Alles frei, gehen wir. Das schaue ich mir mal an. Vorsicht, Männer! Vorsicht! Ich traue dem Frieden nicht. Hier geht irgendwas vor. So. Mal kurz runter, weil dann sieht man die Einträge besser. Da unten ist ein Durchgang. Unsere einzige Wahl. Wir müssen leise sein. Was war das? Sie haben uns gefunden. Jetzt geht's ab. Jetzt geht's ab. Hier ist Wasser. Kann uns nichts passieren. Es geht ab, wenn es abgeht. Rennt ihr Schwein. Au. Schnell zum Ausgang! Scheiße! Schnell hintereinander eh, okay. Leute! Ich brauche Deckung! Ich muss nachladen! Alter! Ja, ich komme! Alles drücken! Okay, macht ihr das mal. Diese Tür führt nach D6! Sind wir da? Sieht ganz so aus. Sollte ich vielleicht mal den Filter wechseln? Scheiße, abgeschlossen! Ich bin nicht überrascht. Was ist denn damit? So. Sieht wie eine verdammte bombensichere Tür aus. Na dann mal los. Hab ich. Artyom, schau dir mal diesen Raum an. Nein! Alter Spiel. In Ordnung, Artyom? Ja. Wir versuchen zu dir zu kommen. Suche prima. In der Zwischenzeit nach einem Ausgang. Viel Glück. Danke. Was ist das denn? Verzieh dich. Wie das rumwabbert. Scheiß Drecksviecher, verrückt von. Was macht der denn? Alte Popcornmaschine. Where? Junge, ist mal gut, ja?
schnell weg. Alter, überall das Popcorn. Das Krabbeln! Oh, verzieh dich! Oh, Alter, wie sind die ekelhaft! Die Haare! Alter! Wo bin ich hier gelandet? Das ist widerlich! Oh, das ist richtig widerlich! Oh! Oh, als wären da irgendwelche Menschen eingesponnen und die versuchen da rauszukommen. Boah, das ist so eklig! Boah, das ist so eklig. Ich guck nochmal schnell wegen Eintrag. Ich hab meinen Tresor, aber ich hab keinen Schlüssel. Ja, schieß drauf, genau. Muss doch hier ein Schlüssel liegen, hör mal. Ich meine, ich bin eh gut ausgestattet, aber... Hier vielleicht? Was bist du denn? Hier ist der Schlüssel. Oh, weg, weg, weg. Oh, ist das eklig. Wow. Das ist ja richtig widerlich. Komm. Jetzt komme ich hier nicht mehr durch. Wegen der Tür. Ah, jetzt. So, komm, weg hier. Weg hier. Wo ging's weiter? Wo ging's weiter? Hier. Alter, verreck da dran! Jetzt planscht noch ein bisschen. Hier gehen Sachen vor sich, ey. Das ist ja wie. Ja. Gib mal her. Das ist ja so widerlich. Die Spinnen, Alter. Die Spinnen. So, da war ich gewesen. Aber haben Spaß. Bin am Shaken. So, na gut. Speicherpunkt. Ein Eintrag fehlt uns noch, Freunde. Ich will... Ah, da. Jawohl. Ich habe schon Geschichten darüber gehört, dass die Erbauer der Metro nicht die ersten waren, die Tunnels und Korridore tief in den Boden unter Moskau gegraben haben. Versteckte Gänge wurden schon in der Zeit der ersten Zaren unter der Stadt gebaut, aber die Arbeiter, die sie bauten, sind Berichten zufolge auf noch ältere Höhlen und Gänge gestoßen, die aus längst vergessenen Zeiten stammen. Ihre namenlosen Schöpfer sind schon vor Jahrtausenden verschwunden und haben nur endlose Korridore hinterlassen, die vom Nichts ins Nichts dahinter führen. Und jetzt, vielleicht ein paar hundert Generationen danach, gehe ich, der letzte lebende Mensch, vorsichtig eben diesen Weg. Oh, Freunde, wir haben endlich mal wieder alle Einträge in einem Kapitel gefunden. Jetzt kann ich nur noch durchrennen. Alles gut, Freunde, wir haben sie alle. Einfach nur noch durchrennen.
So, let's go. Ja, hier. Leute. Sei Dank. Ja. Du lebst noch. Ja. Wir haben Stepan verloren. Mist. Hey, Ruhe. Ein Geräusch aus dem Tunnel. Hört ihr es nicht? Da kommt etwas. Was ist denn? Was zur Hölle? Sieht nach einem automatischen System aus. Das schaue ich mir mal an. Bilden wir uns das ein? Ist hier gerade echt einfach eine U-Bahn gekommen? Ich weiß ja nicht. Irgendwie habe ich ein ungutes Gefühl dabei. Alles klar. Es gibt keinen anderen Weg. Naja, dann nehmen wir Platz und... Nächster Halt, der 6. Wir waren jetzt nah an D6. Kaum zu glauben, dass wir die legendäre Kommandozentrale gefunden hatten. Aber war das so viele Leben wert? Bald würden wir die Antwort wissen. Oh, was haben wir denn hier? D6. Wir waren jetzt nah an D6. Kaum zu... Ja, das kenne ich schon. Es ist unglaublich, aber diese lange verlassenen Korridore haben die Technologie darin viel besser bewahrt als sämtliche bewohnten Teile der Metro. Die Einschienenbahn, die ihre Türen zum ersten Mal seit Jahrzehnten öffnete, fuhr los und brachte uns ganz sanft an unser Ziel, als wenn sie am Tag zuvor noch in Betrieb gewesen sei. Es ist wahr, dass der Zahn der Zeit an Metall, Stein, den Menschen und ihren Schöpfungen nagt, aber unsere Väter haben für Ewigkeiten gebaut. Und wenn ihr Werk nicht von ihren eigenen Nachkommen zerstört wird, wird es noch in 1000 Jahren hier stehen. Das muss ganz schnell! Was? Hab ich auf. Was passiert da? Verdammt, 20 Jahre ohne Wartung sind selbst für sowjetische Militärgebäude zu viel. Pass also gut auf. Besonders du, Artyom. Wieso besonders ich? Weil ich mich immer so blöd anstelle, oder was? Der Kontrollraum sollte da sein. Schauen wir mal. Ullmann, Wladimir, bleibt hier und gibt Deckung. Man weiß nie, was kommt. Artyom, du kommst mit mir. Jawohl, jawohl, Herr Offizier. Alles klar, Miller. Mich hier noch ein bisschen um. Was haben wir denn hier? Aha, so, so. Dies, das braucht man nämlich. Halt. Halt. Da war eine Hand. Da war eine Hand. Alles jetzt durch. Wir sind, glaube ich, dem Ende nahe. Kann das sein?
Was soll nach D6 noch kommen? Okay, hier. Sehr schön. Genau so hatte ich mir alles vorgestellt. Diese Gebäude haben etwas, und zwar eine sowjetische Seele. Aber was weißt du schon davon? Hier steht, dass es oben ein Luftfiltersystem für Notfälle gibt. Diese Systeme wurden robust gebaut. Gut möglich, dass es noch funktioniert. Ja, warte mal bitte, ich will mich umgucken. Eintrag. Nö. Okay, weiter geht's. Hey, Miller! Was ist los? Nichts Gutes! Wir haben zu sehr auf diese Maschinen vertraut. Muss alles von Hand repariert werden. Artyom, da ist ein Notstartsystem. Geh nach oben zu diesem Vorsprung. Ich sag dir dann, was du tun musst. Okay, ich probiere erstmal hier. Stromkasten anmachen. So, jetzt komme ich hier wahrscheinlich auch durch. Ja! Da müssten 4 Startermotoren sein! Such sie! Sehr gut, mach ich! Um damit anfangen zu können, musst du erst alle Abdeckungen öffnen! Okay. Dann machen wir das mal fix. Zack. 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 So, alle offen! Drück die Knöpfe auf mein Zeichen! Zweiter Knopf! 3, 2. Zack! Dritter Knopf! Dritter Knopf, jawoll! Zack! Okay, weiter! Erster Knopf! Okay, und zack! Es läuft! Ach so. Ah, okay. Jetzt, ja. Ist an, Miller. Na los! Komm hier zurück! Okay, Soldaten, zum Bahnsteig. Alter. Alles gut. So, drück drauf, Ernie. Los, starten! Keine Chance! Nochmal versuchen! Hoffnungslos! Scheiße! Das war's. Na klar. Cool. Genau wie in den Hollywood-Filmen über die Sowjetunion. Was? Hey, Alter, cool. Was ist los? Wir sind fast runtergefallen. Alles gut. Artyom, wir rücken ab. Genug mit der Ausrüstung gespielt. Ist klar. Mich mal vorher, ich will mir das angucken. Oh krass, ja, ich geh da gleich rein. Ja, ich habe hier vorhin schon geguckt, aber ich will diesen Eintrag. Na gut. Können los, Männer. Ab nach unten. Los. Gott sei Dank müssen wir nicht den ganzen Weg gehen. Aber irgendwas fühlt sich hier falsch an. Mhm. A2, A3, A4, A1.
Ist das Ullmann Bild, nach links, Professor nach rechts. Artyom, gib mir Deckung. Mhm, okay. Wenn die Pläne stimmen, müssen wir dahin. Aber wie können wir das Tor öffnen? Ideen? Artyom. Sesam öffnen. Keine Ahnung. Sieht aus wie so ein Multihoden. Der nach oben wächst. Was? Ich. Alles gut. Ich guck nach einer Lösung. Sehr gut. Ach, Ullmann, los geht's! Also das Tor ist ja nicht so krass, wenn das jetzt einfach durch so ein Ding geöffnet werden kann. Nochmal richtig dick Muni, Freunde. Das bedeutet, hier geht's gleich richtig zur Sache. Nochmal nachladen alles. Wie war's? Nein, verdammt, wie war denn das? Ach so. Zack. Pump hier nochmal auf, Freunde. Alles nochmal durchladen. Klack. Okay. Abflug. Ullmann, bewachen Sie die Tür. Wladimir, das ist dein Gebiet. Was brauchst du? Anleitung A124, Seite 3. Platina DS22. Ah, genau. Da. Tolles Gedächtnis, Wladimir. Ich habe immer gesagt, dass die Armee etwas wert ist. Endlich zahlt sich die Ausbildung aus. Es funktioniert. Super. Okay, bevor hier gleich alles losgeht, kurz noch hier der Eintrag. Ich finde es immer noch schwierig zu glauben, dass all das von Menschen gebaut worden ist. Nicht von Riesen aus alten Märchen. Und es geht nicht nur mir so. Selbst der übergroße, immer fröhliche Ullmann ist merklich geschrumpft, als er die unglaubliche Größe dieser Bauten hier sah. Was sollte dieser Komplex darstellen? Wozu ist er gebaut worden? Wo sind die Leute hin? Und warum hat in der Metro noch nie jemand davon gehört? Ein Teppich aus benutzten Magazinen auf dem Boden. Man könnte meinen, dass hier ein heftiger Kampf stattgefunden hat. Aber es gibt weder Leichen noch Knochen. Was könnte hier geschehen sein? Zeichnet. Erstens. Gestorben. Zweitens. Zerstört. Drittens. Viertens. Fünftens. Achtens. Zehntens. Das kann nicht sein! Hier ist einer. Jetzt kriege ich alle Informationen. Was zum Teufel ist passiert? Reservebatterie leer. Was ist mit dem Hauptstrom? Anscheinend ist der Reaktor deaktiviert. Von hier aus können wir nicht starten. Wir müssen ihn auf unterster Ebene von Hand starten. Dem Plan nach ist das nicht schwierig. Geht fast alles automatisch. Hör auf zu lachen! Wie kommen wir runter? Nun, eine Etage tiefer ist ein Aufzug. Aber um ihn betreiben zu können, müssen wir alles andere ausschalten. Sogar das Nordlicht. Dann haben wir keine andere Wahl. Danke, Vladimir. Bleib hier und pass auf. Wir beeilen uns. Artyom, Ullmann? Ja, ich gucke hier nach dem Schlüssel noch. Habt ihr irgendwo einen Schlüssel liegen sehen, Leute? Leute, ein Schlüssel. Hier ist ein Tresor. Ich komme nicht rüber. Hier irgendwo. Nee. So, wo sind jetzt alle hin? Wahrscheinlich wieder zurück.
Da vorne. Aber Freunde, bevor wir jetzt weitergehen, würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten... Vergesst, was ich gesagt habe. Scheiße. Ich wusste, es ist nicht einfach. Hier kommen die Söhne der Apokalypse. Ullmann, Planänderung. Sie verteidigen mit Wladimir die Stellung. Wenn etwas passiert, schicke ich Artyom. Viel Glück. Okay, Freunde. Wir steigen da gleich ein. Aber jetzt wirklich, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffe, ihr hattet Spaß und wir sehen uns morgen zur nächsten Folge wieder. Macht's gut, bis dahin. Ciao.